Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir ehrlich gesagt die ganze Zeit Gedanken gemacht, was für ein Video kannst du produzieren. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was heute so alles passiert. Das ist hier eine ganz spontane Aktion, also ein spontaner Vlog sozusagen. Wir können natürlich nicht viel unternehmen, deswegen, falls ihr Videowünsche habt, schreibt es mir bitte gerne unten in den Kommentaren. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit im Garten und dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir eben diese Möglichkeit haben, weil wir können Vitamin D tanken, die Sonne genießen, wir haben ja wirklich ein wunderschönes Wetter und die Kinder können sich auch mal auspowern. Übrigens, frohe Ostern, ich hatte das fast vergessen zu erwähnen. Übrigens, apropos Ostern, ich möchte später eine Speise vorbereiten und zwar eine spanische traditionelle Speise, die man immer zu Ostern vorbereitet. Und genau, da werde ich euch später zeigen, wie das Ganze funktioniert. Schmeckt unheimlich lecker. Und ansonsten habe ich vor einigen Tagen bei Tchibo eine Bestellung getätigt. Mein Päckchen ist eben gekommen, da werde ich euch gleich zeigen, was ich so Tolles bestellt habe. Vielleicht kann ich euch da auch ein bisschen inspirieren. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Videowünsche habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und falls ihr mir über Instagram noch nicht folgt, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun. Darüber würde ich mich sehr freuen. So, und ich hole jetzt mein Paket und zeige euch meine Tchibo-Bestellung. So, ich zeige euch, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich hier eine Regenhose für Emily entdeckt. Also ich habe ehrlich gesagt lange nach so einer Matschhose gesucht, die aber so richtig hauchdünn ist, gerade für solche Temperaturen, die wir eben jetzt haben. Ich habe deshalb eine gebraucht für den Sandkasten, weil Leute, ich sag's euch, wenn die aus dem Sandkasten rauskommt, dann kann ich sie genau so nehmen und in die Badewanne reinstecken, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir haben ihr auch übrigens für die Füße, auch also beziehungsweise für die Schuhe, so Überzieher geholt für den Sandkasten. Auch sehr, sehr cool, kann ich euch so ans Herz legen, denn somit bringen die Kinder nicht so viel Sand ins Haus. Und die zeige ich euch später, die sind nämlich draußen im Garten. Und wie gesagt, deshalb haben wir auf jeden Fall so eine Regenhose gebraucht. Also hier steht Regenhose, aber man kann die natürlich individuell gebrauchen. Und was steht hier? Winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv durch High-Performance-Beschichtung und versiegelte Nähte. Ja, auf jeden Fall gibt es das aktuell, wie gesagt, bei Tchibo. So schaut es aus. Und ich habe hier die Größe 98 bis 104 für die Emily gekauft. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ich dafür jetzt bezahlt habe. Ich versuche euch einfach die Dinge unten in die Infobox zu verlinken. Dann habe ich unbedingt Latte Macchiato Gläser gebraucht. Also ich war schon lange, lange auf der Suche nach diesen Doppelgläsern. Ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und ja, ich habe bei Tchibo welche entdeckt. Und zwar kommen die so im Doppelpack. Also in einem Päckchen kommen zwei Gläser. Und die sehen echt sehr, sehr hübsch aus. Ich habe mir davon 6 Stück gekauft. Also 3 Päckchen. Und ich habe eben gerade schon eins geöffnet, um reinzuschauen. Ich muss mal gucken, welches ist schon offen, dieses hier. Die Gläser sind sehr simpel, da ist nichts Besonderes dran. Aber die sind mit so einem Doppelglas. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus für Latte Macchiato oder eben auch für Tee. Und deswegen haben die mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe sie mir bestellt. So, ich werde jetzt hier die Overtroses Regenhose auspacken, weil Emily ist schon den ganzen Tag total ungeduldig und möchte in den Sandkasten. Warum wird denn das hier so dunkel? Das geht ja mal gar nicht. So, genau. Und ansonsten, genau, zeige ich euch auch die Überzieher für die Schule, für die Schuhe, für den Sandkasten, so rum. Die Farbe ist aber wirklich sehr schön. Das ist so ein ganz zartes Himmelblau, würde ich sagen. Genau, so schaut es aus. Ist wirklich ganz, ganz fein vom Stoff und das kann man dann hier vorne auch nochmal regulieren, passend. Und ja, finde ich richtig gut. Also falls ihr sowas sucht, wie gesagt, bei Tchibo. So, die Kinder sind hier am Malen. Das hat der Lukas heute übrigens bei Norma gekauft. Ich glaube, ich habe euch den Sandkasten noch nicht gezeigt, also nicht fertig aufgebaut. So schaut er aus. Der ist vom Aldi.
Den haben wir vor Ort geholt, also Lukas, aber es gibt auch einen ähnlichen bei Lidl online. Kann ich euch auch mal verlinken, weil ich glaube, bei Aldi sind die mittlerweile ausverkauft. Also wir haben den letzten noch geschnappt sozusagen, aber das ist echt so, so schön gemacht. Ja, und da ist die Emily gerne beschäftigt und deshalb haben wir ihr die Überzieher hier gekauft. Die haben wir bei Amazon bestellt, werde ich euch natürlich auch verlinken. Die gibt es auch in verschiedenen Farben und in verschiedenen Größen. Komm, Schatzi. Komm. Komm anziehen. Du willst doch in den Sandkasten, oder nicht? Guck mal, da geht man rein, damit man eine Strecke schwirrt. So einen Spaß hast du, Schatz? Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu groß, aber das Coole ist, das kann man hier dann natürlich regulieren und das wächst dann schön mit. Und so sind die Füße auch nochmal geschützt, beziehungsweise die Socken. Genau. Also ich kann euch das auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Die Kinder sind so schön beschäftigt und das braucht man ja auch auf jeden Fall jetzt, wenn man zu Hause sitzt und die Spielplätze zu sind. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden damit. Wollen wir ein Eis machen? Guck mal, ein Fuß. Mach mal hier Sand rein, Schatzi. Gucke mal. So, guck mal. So macht man das. Und dann macht man das glatt. Schaut, so. Und dann kann man das umdrehen. Pass auf. Und, warte mal, das machen wir hier auch noch mal glatt. So, und jetzt guck mal. Guck mal. Bam. Jetzt schauen wir mal, ob es was geworden ist. Guck mal, Emily. Oh, ein Fuß. Ja, und hier ist noch eine Hand. Dann mach mal Sand rein. Warte, da. Mach mal Sand rein. Ui. Oh oh. Oh oh. Ja, der Fuß ist jetzt kaputt. Aber ist nicht schlimm, dann machen wir noch eins, oder? Ui. Ui. Ich bin gerade am Kochen. Heute gibt es für uns Curryhähnchen und dazu Reis. Diesmal aus der Tüte. Leider haben wir kein anderes gefunden. Aber ich glaube, das schmeckt auch ganz lecker. Was macht ihr, Jungs? Das Essen ist fertig. Ich hab uns mehr Soße rein. Ich bin Bruder. Abo. So, meine Hübschen, wir machen jetzt einen Verdauungsspaziergang. Samuel, komm, Schatz. Ja, das muss man machen, wenn die Frau so gut kocht. Tja, schlimm wäre es, wenn die Frau nicht so gut kochen würde, ne? Hat sie, mein Schatz. Ja, vielleicht erwischen wir noch einen Sonnenuntergang, das wäre schön. Emily ist total müde. Ich gehe davon aus, dass sie gleich einschlafen wird. Übrigens, das ist ja der Bonavi Air Buggy. Und wir sind sehr, 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 sehr zufrieden bis jetzt. Also ich kann euch den echt sehr ans Herz legen. Und ich habe auch einen Rabattcode. Ich hoffe, dass er noch gültig ist. Ich meine, der wäre bis zum 20. April gültig. Genau, 20%. Ich blende euch meinen Rabattcode gerne mal ein und verlinke euch den Bonavi Air auch gerne mal in die Infobox. Ja, ich wollte ja auf jeden Fall noch was dazu sagen bzw. berichten. Und wir sind bisher sehr, sehr zufrieden. Und der sieht auch richtig schick aus. Mausi, bist du müde? Ja, ja. Ja, ja, Aqua. Ihr Lieben, nach einem langen Spaziergang sind wir wieder zu Hause. Wir machen jetzt gemeinsam Torrejas. Das ist eine spanische traditionelle Nachspeise, die man immer zu Ostern vorbereitet. Ich zeige euch gleich, was wir dazu benötigen. Das Rezept ist übrigens von meiner Omi und ich würde sagen, los geht's.
Normalerweise nimmt man Brot vom Vortag, damit das Brot ein bisschen härter ist. Ich habe jetzt bewusst einen etwas härteren gekauft. Dann braucht ihr eine Zitrone bzw. die Zitronenschale. Auch hier nimmt man normalerweise Orangenschale, aber das ist individuell. Man kann natürlich auch Zitronen nehmen. Dann braucht ihr zwei Eier. Zimt, am besten ist natürlich Stangenzimt oder wie sagt man das, Zimtstock, keine Ahnung, aber ich habe jetzt nichts anderes da. Dann braucht ihr natürlich Zucker, Sonnenblumenöl und fettarme Milch. So, als allererstes wird die Milch gekocht und hier kommt dann Zitrone rein. Und dann fügen wir noch einen Esslöffel Zimt hinzu. So, und wenn die Milch anfängt zu kochen, dann unterbrechen wir das Ganze und stellen den Topf weg. So, und als nächstes holen wir jetzt die Zitrone raus und das Brot muss die Milch aufsaugen. So, ich habe mir jetzt hier alles vorbereitet. Wir haben hier einmal das Ei, beziehungsweise zwei Eier habe ich hierfür verwendet. Hier ist jetzt die Pfanne, die wird heiß auf mittlere Stufe. Ich verwende hier Sonnenblumenöl, wie gesagt, und nicht wenig von, denn wir werden hier das Brot frittieren. Und ansonsten habe ich mir hier ein Tablett vorbereitet mit Zewa, damit das Öl dann auch von dem Brot ein bisschen aufgesaugt wird. Und wenn es schön goldbraun ist, dann könnt ihr die andere Seite frittieren. So, ich habe mir jetzt hier noch ein Tablett vorbereitet. Meine Oma hat schon immer so schöne Servietten dafür verwendet. Hier haben wir dann einmal Zucker und Zimt. Die zwei sind jetzt hier schon fertig. Die werden hier noch fertig frittiert. Und die Dorichas legen wir jetzt hier ein und dann kann man die verspeisen, denn die sind dann auch fertig. Schaut mal, Lukas war eben ganz schnell noch einkaufen und hat mir einen Blumenstrauß mitgebracht. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich stelle das mal kurz weg. So. Ja, ihr Lieben, heute passiert nicht mehr viel. Ich hoffe, unser Vlog hat euch gefallen. Ich glaube, das ist viel zu kurz geworden. Ich weiß es nicht. Ich werde mein Video gleich noch schnell schneiden für morgen früh. Und ich hoffe, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder und dass ihr mir bis dahin gesund bleibt. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne kostenlos hier tun. Und hier könnt ihr weitere Videos von mir anschauen. Also bis ganz bald. Ciao.